Ja, was bedeutet das? Mein letztes Aufgebraucht-Video in diesem Jahr. Ich habe gedacht, ich brauche noch ein bisschen mehr auf. Die Tüte ist echt Asbach uralt. Aber ich bin ganz stolz auf mich. Ich habe ihn in meinem Bad auf einem Bestand, mit dem ich zufrieden bin. 3 Shampoos offen, klingt jetzt auch komisch. Ne? Aber ich habe 3 Shampoos offen. Dann eine Seife, also ein Waschstück, mit dem ich mich wasche. Jetzt sage ich selber schon Seife. Dann, okay, Skincare ist einiges auf. Und das habe ich dann im Januar vor aufzubrauchen. Also, oder zumindest mal Fortschritte zu machen mit den Produkten, die ich habe. Aber bevor wir jetzt richtig ins Labern kommen, weil es das letzte Video in diesem Jahr ist, würde ich sagen, wir legen los und labern dann zu viel. Und zwar habe ich aufgebraucht die beiden Teile hier. Also eine Zeit lang habe ich mich ja sehr stark um meine Locken bemühen können. Bei mir hat sich hormonell eben auch, also die Hormone haben sich bei mir auch auf die Haare, wie sagt man? Nee, also ganz anders. Also hormonell gesehen haben sich auch meine Haare verändert jetzt. Also nicht die Struktur, Haar bleibt Haar, dünnes Haar bleibt ein dünnes Haar, aber eine Zeit lang hatte ich ja eine richtig gute Qualität, so die waren nicht trocken und so, und da konnte ich das schon nehmen. Aber das war von Anfang an sehr fettig. Ja, ich habe schon noch nie so eine schlechte Serie gesehen. Also die habe ich natürlich nicht zum Haarewaschen mehr aufgebraucht, sondern damit habe ich mich rasiert. Und mit dem Shampoo nicht so gern wie mit der Spülung. Mit der Spülung ging es wunderbar. Und halt der Geruch ist halt echt anstrengend. Also das ist super parfümiert. Ein Oldie but Goldie. Brauchen wir, glaube ich, gar nicht viel drüber reden. Ich habe keinen Rossmann in der Nähe, aber ein DM. Und solche Sachen kaufe ich halt dann lieber beim DM, weil er bei mir in der Nähe ist. Rossmann bestelle ich in letzter Zeit nur noch, weil ich müsste da in die nächste Stadt fahren. So gut, wenn ich bestellen kann, unterstützt das meine Faulheit, bin ich ehrlich. Das habe ich mal von einer Abonnentin bekommen. Allerdings hat sich da der Geruch verändert und dann soll man es halt nicht mehr nehmen, wenn sich so ein Produkt verändert. Aufgebraucht habe ich auch für die Kopfhaut das hier. Und das möchte ich auch echt wärmstens empfehlen. Ihr könnt eure Skincare tatsächlich wirklich auf die Kopfhaut packen, sofern, also hängt immer von natürlich deinem Problem ab. Bei mir sind es halt, es ist halt eine überfettende Kopfhaut. Und da darf dann natürlich nichts Fettiges auf die Kopfhaut drauf, sondern eher nur Feuchtigkeit. Und das bietet halt das Serum. Schon ein bisschen länger hier drin, man merkt es. Das hier ist aber auch ein Oldie but Goldie. Ich mag es echt gerne und wird immer wieder nachgekauft. Beim Waschstück muss ich inzwischen sagen, die sind halt inzwischen schon wesentlich teurer als die von DM. Und von dem her kaufe ich mir lieber das Waschstück von DM. Da ist ein bisschen mehr dran und es kostet im Durchschnitt halt ein bisschen weniger. Also wer gerade bei Rossmann vorbeigeht und so ein Waschstück mal ausprobieren möchte, auf jeden Fall ausprobieren. Ich habe die jetzt jahrelang nur verwendet, aber vom Preis her haben die sich halt schon verändert. Ach ja, den gibt es aber nicht mehr. Schade. Den mochte ich echt gerne. Ich bin wieder zu Sprühdeo über. Ich habe jetzt gerade eins in der Glasflasche von Balea. Auch nicht schlecht. Mein Standard ist diese Zahncreme. Die ist ja auch bei meinen Oldie but Goldies mit dabei. Da habe ich schon etliche leer gemacht. Schmeckt nach Eisbonbon. Und ich liebe es halt total. Leer gemacht und nachgekauft. Auch Isanamed Serum. Auch das liebe ich echt. Und im Januar wird es bei mir wirklich so sein, dass ich mal die Sachen, die ich habe, in Richtung leer bringe. Also müssen ja nicht leer gehen, aber ich werde mir da erstmal nichts dazu kaufen.
und erst ab Februar eben wieder Produkte dazu kaufen, die ich eben auf dem Kanal auch vorstelle. Dann, großer, großer Fan, werde ich mir auf jeden Fall in Richtung Geburtstag wieder gönnen, Theramid. Die Sachen mochte ich echt. Ich habe noch eins, mit Hyaluron. Beim Hyaluron muss ich sagen, bringt es das einfach nicht, dass man sich so ein teures kauft. Aber von der Textur das hier, boah, top. Genauso das hier. Versteht mich nicht falsch. Also das Hyaluron ist auch nicht schlecht, aber da braucht es einfach kein teures. Und das war das Ceramidprodukt, ne? Also das fand ich auch mega gut. Dann wie immer aufgebraucht, Urea Creme. Die wird so mein Standard bleiben, weil mit dem komme ich echt gut zurecht. Da ist irgendwas ausgelaufen, wahrscheinlich das Öl. Ich schneide die sogar immer auf. Das ist immer bei mir ein sehr gutes Zeichen, wenn ich ein Produkt aufschneide. Dann hat es mir schon richtig gut gefallen. Dann haben wir hier das Lumicella Serum von Face Theory. Ich habe es tatsächlich dieses Jahr geschafft, nicht einmal bei Face Theory zu bestellen. Doch Anfang des Jahres, Lüge, Anfang des Jahres habe ich die bestellt. Nachkaufen würde ich mir das nicht, weil ich einfach merke, Azelensäure ist jetzt nicht der Bestandteil, den ich unbedingt brauche, weil ich halt nicht zu Pickeln neige. Aber wenn jemand irgendwie unreine Haut hat und eben zu Pickeln neigt, was ich richtig scheiße fand, war, dass sich da das Etikett so dermaßen aufgelöst hat. Naja, das war richtig krass. Also wenn du zu Pickeln neigst, auf jeden Fall Azelensäure mal verwenden, mal ausprobieren, wie es ist. Bei meiner Haut bringt es das jetzt nicht so. Die Sun Drops war auch irgendwie ein lustiges Produkt. Lichtschutzfaktor 30, im Hochsommer habe ich es nicht verwendet. Aber ich mochte es echt ganz gerne, muss ich zugeben. Auch wenn das mit den 30 jetzt nicht so hundertprozentig gepasst hat, hat sich das sehr gut auftragen lassen, muss man sagen. Dann, das kaufe ich auf jeden Fall nach. Aber wie gesagt, ich möchte bei mir jetzt erstmal ein paar Sachen auftauchen, bevor ich mich wieder auf andere konzentriere. Das ist von Müller. Das werde ich auf jeden Fall auch noch vorstellen. Das ist ein Standardserum. Das ist immer bei, wie heißt die Engmarke? Cidea Vera, glaube ich, irgendwie so. Das ist die Hausmarke von Müller. Da gibt es nicht so arg viel, was man irgendwie verwenden kann. Das hier ist auf jeden Fall richtig, richtig cool. Und ich fand auch das Fläschchen super schön. Spielt ja auch manchmal eine Rolle, auch wenn das nicht so die wesentliche Rolle ist. Aber es macht auch was her. Ne? Dann weggeschmissen, weil es ewig rumliegt. Also ich habe mir einfach angewöhnt, keine Proben mehr mir aufdrängen zu lassen in der Apotheke. Weil ich weiß nicht, kennt ihr das? Proben sagt man immer, ja, zum Ausprobieren, und dann benutzt man es eh nicht. Was einen irgendwie nervt. Und deswegen lasse ich mir auch keine Proben mehr geben, weil das bringt es halt einfach überhaupt nicht. Isana BHA Peeling. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich, was ich jetzt sage, weil ich bin nicht hundertprozentig damit zurechtgekommen, aber auf der Kopfhaut hat mich der Scheiß echt gerettet, muss man wirklich sagen. Also ich habe da wirklich einen weiteren Tag nicht Haare waschen rausholen können. Klar, ich brauche meine Heilerde immer noch, muss man an der Stelle sagen, ne? Aber ich muss sie nicht mehr gleich am ersten Tag anwenden. Also ich habe meistens die Haare gewaschen und einen Tag später habe ich die Heilerde drauf gemacht. Und jetzt habe ich vielleicht noch einen Tag oder einen zweiten Tag. Und dann gebe ich meistens die Heilerde drauf und dann reichen die Haare noch 3 Tage und dann passt es auf jeden Fall. Und ich habe durch die Heilerde dann halt eben auch noch ein bisschen Stabilität in den Haaren, ein bisschen Volumen, was ich jetzt gerade nicht habe, aber das passt schon. Und mit dem BHA hat das halt wunderbar gepasst. Mir hat das im Gesicht nicht so gefallen, aber auf der Kopfhaut hat es echt gut funktioniert. Und was ich jetzt rausgefunden habe, ich wollte ihr erst das BHA von DM von Balea wegschmeißen. Das funktioniert auch auf dem Kopf. Hätte ich nicht gedacht. Dann, das sind so meine Zahnbürsten. Naja, das ist die von Aldi.
Bei Aldi gab es nämlich auch, die fand ich nicht so gut. Die hat einen super großen Kopf, das mag ich gar nicht. Ich habe die auch nie wieder gesehen. Ich weiß nicht, ob das irgendeine Aktion war. Ich weiß es nicht. Normalerweise kaufe ich immer die von Rossmann. Das sind meine Lieblinge. Nicht mal die von DM, sondern von Rossmann kaufe ich mir immer so 3, 4 Zahnbürsten gleich, weil ich da halt nicht monatlich bestelle. Aber der war nicht so gut. Und allerletztes. Also die zwei Sachen, also das hier. Und das hier ist ja mehr oder minder ein gutes Marketing, ne? Also hier ist kein wesentliches Vitamin C drin gewesen, was irgendwie so ausschlaggebend gewesen wäre, weil Vitamin C boostert halt deinen Sonnenschutz. Und es ist drin, klar, damit kann man auch Werbung machen, aber so ausschlaggebend ist es nicht. Und genau der gleiche Fall ist hier bei dem Sonnenschutz gewesen. Ich mochte ihn aber, ne? Also ich mochte ihn nicht wegen dem Hyaluron, das an, glaube ich, letzter Stelle steht oder so. Deswegen nicht. Aber ich mochte die Creme. Die hat für mich ein bisschen besser funktioniert als die herkömmlich von Sanozon. War Limited Edition. Gibt es eh nicht mehr. Also braucht man da auch gar nicht mehr drüber reden. Ich habe gedacht, ich hätte ein bisschen mehr aufgebraucht. Ich wollte noch mehr aufbrauchen, aber im nächsten Jahr findet dieses Format natürlich wieder statt. Ihr mögt es total gerne, wenn man noch mal abschließend über die Produkte redet und manchmal ändert sich auch tatsächlich die Meinung zu was. Oder es kristallieren sich richtige Favoriten raus. Jetzt habe ich eine Frage an dich. Welches waren deine Favoriten aus dem Jahr 2022? Was hast du regelmäßig gekauft? Schreib mir das mal unten in die Kommentare. Ich melde mich an der Stelle ab. Es gibt noch ein Video dieses Jahr auf diesem Kanal. Ich wünsche euch frohe Weihnachten und habt schöne Feiertage. Nach Weihnachten sehen wir uns noch einmal und dann haben wir es geschafft. Ich sage danke fürs Einschalten. Schön, dass ihr dabei wart. Dieses Format gibt es erst wieder ab Februar. Macht's gut und tschüss!